Was geht ab, meine Freunde? Herzlich willkommen zu einem neuen Video aus dem Gym, Leute. Ich zeige euch heute meine Top 3 Übungen für den Latissimus. Es gibt natürlich viele perfekte Übungen für den Rücken, für den Latissimus. Aber ich zeige euch so meine Top 3 und erkläre euch genau, wie ihr wirklich oder worauf ich achte, was so die besten Tipps von mir sind, wie ihr den Latissimus top trefft, worauf ihr einfach im Rückentraining achten solltet, Leute. Und danach geht der Vlog aber natürlich weiter. Das bedeutet, wir machen das hier jetzt im Gym in Bezug auf Rückentraining und danach geht das Video ganz normal weiter. Wir starten mit der ersten Übung, Leute. Latzug. Ich erkläre euch, worauf ihr achten sollt und was wirklich wichtig ist. Erste Übung, Leute, zeige ich euch Latzug oder breite Klimmzüge. Ja, es ist von der Ausführung eigentlich ziemlich dasselbe. Wenn ihr zu schwach für Klimmzüge seid, Latzug. Aber ihr könnt Latzug natürlich auch ganz normal als Übung machen. Ja. Die wichtigsten Tipps von meiner Seite sind, dass ihr eure Ellbogen eindreht, ja? Wenn der Lorenz gut auf die, genau von der Seite filmt, dass ihr das nicht als Ruderübung macht und nach hinten zieht und im inneren Rücken arbeitet, sondern Leute, wir wollen hier den Latissimus treffen. Wir wollen keine Ruderübung machen, sondern wir wollen diesen ganzen Latissimus treffen. Deshalb, Leute, den Ellbogen reindrehen und eigentlich ein bisschen hier vorne ziehen. Weil wenn ich das nicht mache und nach hinten ziehe, dann arbeite ich wieder sehr mit dem inneren Rücken, aber wir wollen wirklich den Latissimus treffen. Das bedeutet, Ellbogen eindrehen, zack, und dann runter zur Brust ziehen. Ausatmen, einatmen. Das bedeutet, erster Tipp von mir, Ellbogen reindrehen und mit dem Latissimus ziehen. Der zweite Tipp ist, Leute, konzentriert euch immer mehr auf diese äußeren drei Finger. Ihr könnt natürlich die ganze Hand nehmen, aber wenn ihr mit den äußeren drei Fingern zieht, nimmt man den Bizeps noch ein bisschen raus und zieht wirklich noch vermehrt aus dem Latissimus. Ja? Und Ziel ist es wirklich, wenn ich jetzt den Latissimus bearbeiten will, dass ich diesen Muskel so isoliert wie möglich bearbeite und das Gewicht so wenig wie möglich mit dem Bizeps ziehe. Natürlich ist der Bizeps dabei, aber ich versuche das wirklich mit dem Latissimus zu ziehen. Deswegen konzentriere ich mich eher auf diese drei Finger. Dann natürlich gerade Rücken, Leute. Top-Atmung, aber die Sachen muss ich nicht extra klären. Und ja, Leute, 4 Sätze, 8 Wiederholungen, Latzug. Let's go. Dasselbe natürlich bei breiten Klimmzügen, Freunde. Ja? Ihr müsst auf dieselben Dinge achten, sprich nicht so in den Rücken ziehen. Zack, wenn der Lorenz kurz das von hinten filmt. Also das nicht machen, Leute. Weil das ist dann wirklich eine Ruderübung, sondern dass ihr die Ellbogen nehmt, eindreht, ja? Nach vorne eindrehen, Leute, diese Bewegung. Zack, vorne eindrehen und dann vorne mit dem Latissimus. Ellbogen eindrehen, zack, nach vorne und dann mit dem ganzen Latissimus ziehen. Das war's mit der ersten Übung, Latzug oder Klimmzüge im breiten Obergriff. Achtet auf die Dinge, Leute, Ellbogen eindrehen, eher auf diese drei Finger konzentrieren, Atmung, ja. Jetzt kommt Übung Nummer 2, Leute. Zweite Übung, die wir machen, Leute, Überzüge am Kabel für den Latissimus. Ich mache jetzt mal einen Satz und dann erkläre ich euch das. Thank you.
So Freunde, was ist wichtig bei der Übung? Das ist eine Isolationsübung, ja. Das bedeutet, ihr müsst auf jeden Fall, bevor ihr sowas für den Latissimus macht, eine Übung haben wie Klimmzüge, wie Kurzhantelrudern, wie Latzug. Ja? Das ist wirklich eine Isolationsübung, aber finde ich eine sehr, sehr gute Übung. Die wichtigsten Dinge, Leute, ist, dass ihr natürlich einen geraden Rücken habt, ja. Also keinen Rundrücken, aber auch kein Hohlkreuz, sondern dass das schön gerade ist. Das Ziel der Bewegung ist, dass ihr bei der negativen Wiederholung, wenn ihr raufgeht, eine schöne Dehnung im Latissimus erhaltet und dann explosiv das Gewicht zu euch zieht, nochmal richtig den Lat anspannt, squeezed, Leute, und dann langsam zurückgeht, ja. Wichtig ist auch euer Handgelenk. Also so solltet ihr es nicht machen, irgendwie hier mit dem Trizeps runterdrücken, sondern ihr solltet das Handgelenk eher nach vorne geben, Leute, und das Gewicht nicht runterdrücken, sondern eigentlich mehr zu euch ziehen, ja. Das bedeutet gerade Rücken, Handgelenk eindrehen ein bisschen und das Gewicht zu euch ziehen. Dehnung im Latissimus erzeugen und zack. Kurz nochmal anspannen und dann wieder langsam hochgehen. Dehnung, Dehnung, Dehnung im Muskel und... Und zu euch ziehen, ja. Also wenn ihr hochgeht, habt ihr wirklich hier die perfekte Dehnung. Zieht dann das Gewicht zu euch und spannt richtig den Lat an. Das ist wirklich eine Übung, Leute. Lasst das Ego zu Hause, nehmt ein bisschen weniger Gewicht, macht ein bisschen mehr Wiederholungen. Also unter 10 Wiederholungen würde ich das nicht empfehlen. 10 bis 15 Wiederholungen, schön den Muskel nochmal richtig killen. Das ist oft meine letzte Übung im Latissimus-Training. Dritte Übung, Freunde, zeige ich euch jetzt eine Ruderübung, aber für den Latissimus, ja. Viele Leute, finde ich, machen den Fehler, dass sie nur vertikale Übungen haben für den Latissimus, wie Latzug, Klimmzüge, dies, das, aber keine horizontale Ruderübung, wo man auch sehr gut den Latissimus bearbeiten kann. Was ich euch jetzt erkläre, Leute, ist für alle Ruderübungen für den Latissimus, ja. Da geht es jetzt nicht nur um kurzen Rudern, aber für alle Ruderübungen, wo ihr den Latissimus bearbeiten wollt, Leute. Wichtig ist natürlich wieder ein gerader Rücken und dann zieht ihr das Gewicht. Ich nehme jetzt eine kleine Hantel dafür. Wichtig ist dann, dass ihr das Gewicht nicht hier nach oben zieht, Leute, sonst zieht das Gewicht wieder sehr mit dem inneren Rücken. Ja, wir wollen aber den Latissimus bearbeiten. Das bedeutet, wir ziehen das Gewicht nicht so nach oben, sondern in einem leichten Bogen eigentlich zum Bauchnabel und arbeiten dann wieder hier mit dem kompletten Latissimus. Ja. Also nicht so mit dem inneren Rücken arbeiten, sondern in einem leichten Bogen sozusagen zum Bauchnabel ziehen und wirklich hier mit dem Latissimus arbeiten. Wenn ihr runtergeht, wieder eine schöne Dehnung im Muskel erzeugen, kontrolliert runter und dann zack, explosiv zu euch. Achtet doch wieder hier auf diese drei Finger, ja. Also wenn ihr wieder euch konzentriert, eher mit diesen drei Fingern zu ziehen, dann zieht ihr wieder mehr mit dem Latissimus und nehmt den Bizeps wieder ein bisschen raus. Und das ist das Ziel, Leute. Wir wollen hier so viel wie möglich mit dem Latissimus arbeiten und so wenig wie möglich mit dem Bizeps, weil es einfach ein Hilfsmuskel ist und wir den Bizeps dann separat trainieren. So, ich mache jetzt drei Sätze, Leute. 10 bis 12 Wiederholungen. Let's go. So Freunde, das waren so drei Hammerübungen für euer Latissimus-Training. Ja, achtet auf die Tipps, die ich euch gesagt habe. Es bringt nichts, wenn ihr das Video jetzt schaut und das Ganze nicht im Training umsetzt, Leute. Nochmal kurz zusammengefasst, Leute. Ellbogen reindrehen, ja. Dass ihr wirklich hier vorne
mit dem Latissimus zieht und nicht zu sehr mit dem inneren Rücken. Ja? Inneren Rücken bearbeiten wir in ganz anderen Ruderübungen. Dann könnt ihr darauf achten, eher mit diesen drei Fingern zu ziehen. Das hat den Sinn, dass ihr den Bizeps ein bisschen rausnimmt und noch mehr im Latissimus zieht. Ihr seid ein bisschen schwächer, aber ihr trefft wirklich den Muskel besser und das ist wirklich das Ziel. Achtet immer auf eine gesunde Technik, Leute. Gerader Rücken, macht eine gute Atmung, nehmt nicht zu viel Gewicht. Ich bin auch immer der Meinung, im Rückentraining ein bisschen mehr Wiederholungen, also so 10 bis 12 Wiederholungen finde ich oft besser, weil man dadurch den Muskel irgendwie besser ansteuern kann. Man nimmt weniger Gewicht und ja, trifft den Muskel einfach besser. Man kann sich besser darauf konzentrieren, zieht das Gewicht nicht einfach irgendwie, sondern man kann sich wirklich auf den Muskel konzentrieren. Achtet auf die Tipps, Leute. Ich trainiere jetzt fertig und wir sehen uns dann nachher. Piu. Zweites Ei. Wie schwul war das eigentlich gerade? Ich mache jetzt wieder mein Mikrowellenrührei. Übrigens, seitdem ich das mal gezeigt habe, in der Army-Gruppe machen das extrem viele Leute, weil es einfach geil ist, Leute. Ja, man braucht wirklich 1,5 Minuten, man macht nichts dreckig, man muss nichts braten, dies, das und hat einfach ein Rührei. Und das mache ich jetzt wieder. Ich habe leider keinen Schinken, ich hätte noch so Schinken oder so kaufen sollen, aber ich mache einfach nur normal Rührei. Also wenn ihr keine Zeit habt, ja, aber irgendwie ein Rührei wollt, manchmal in der Früh, glaube ich, ist das geil, so als wenn man schnell in die Arbeit muss oder als Schüler, macht euch so euer Rührei einfach, wenn ihr Bock habt, in der Mikrowelle. Leute, wichtig ist, dass ihr das richtig gut verrührt, weil wenn ihr das nicht macht, zerplatzt das in der Mikrowelle und dann, ja, müsst ihr schön putzen. Das ist ein bisschen Unterarmtraining, Leute. Und jetzt einfach für 2 Minuten in die Mikrowelle bei 700 Watt, Leute. Das ist so der beste und schnellste Proteinsnack überhaupt. Ihr könnt das echt variieren. Ich habe das, wie gesagt, schon mal gezeigt. Ihr könnt da Schinken dazu geben, Paprika, alles Mögliche. Und ihr haut das einfach in die Mikrowelle, Leute. Also wenn ihr wirklich wenig Zeit habt, ja, macht das einfach in der Mikrowelle in der Früh oder in der Arbeit oder... Ta, that's it. Und jetzt noch ein bisschen salzen. Kräuter und so wäre auch geil, aber ihr kennt mich, ich bin so unvorbereitet. Glaubt mir, das schmeckt wie Rührei. Das war die beste Idee, die ich je hatte. Ich weiß gar nicht, wie ich darauf gekommen bin, Leute. Also es schmeckt wirklich gut, ja, ohne Scheiß. Manche glauben das sicher nicht, aber es schmeckt wirklich gut. Es schmeckt einfach wie Rührei. Natürlich ist in der Pfanne ein bisschen besser, aber wenn man wenig Zeit hat, finde ich das einfach richtig, richtig gut. Perfekt. Das schmeckt sogar wie in der Pfanne. Yeah, Instagram. Rührei in der Mikrowelle. Geilster Proteinsnack. Einfach 2 Eier, das Ganze verrühren und für 2 Minuten für 700 Watt in die Mikrowelle. Ihr könnt da noch variieren, ein paar Dinge dazugeben. Geilster Proteinsnack. Leute, wenn ihr mir noch nicht auf Instagram folgt, unbedingt machen. Ich poste da sehr, sehr viel. Auch viel aus der Army. Ja. Gestern haben zwei in der Army zwei richtig gute Rezepte gepostet. Einmal Proteinriegel und einmal Fitness Bounties. Ja, also das fand ich richtig geil. So gesunde Bounties mit Kokos. Und die Rezepte habe ich in meiner Instagram Story veröffentlicht. Also wenn ihr mir noch nicht dort folgt, Instagram und Snapchat, unbedingt machen. Ich gebe da viele, viele Tipps. Zeige sehr viel und verpasst dort nichts, Leute. So, ich gönne mir jetzt mein Proteinsnack, mein Rührei. Leute, ich beantworte jetzt noch ein paar Instagram- und Snapchat-Fragen. Ich glaube, das ist immer extrem interessant für euch, weil ihr fragt mich das ja. Ich musste mal die Lehne zurückgeben. Ihr fragt mich das ja, deswegen finde ich das cool, in den Videos immer zu beantworten. Entweder Instagram oder Snapchat oder aus der Army-Gruppe, weil das sind auch immer sehr interessante Fragen von euch. Hey David, kannst du mal ein Ganzkörpertrainingsvideo drehen, was man 3-mal pro Woche machen kann? Gebt Bescheid, Leute, ob ihr das wollt, weil ich trainiere nicht im Ganzkörpersplit. Ich finde es aber als Anfänger überhaupt nicht schlecht. Vor allem, wenn man nur so 2 bis 3 Mal pro Woche trainieren kann, würde ich auch ein Ganzkörpertraining machen. Oder wenn man so 4-mal trainieren kann, ein Oberkörper-Unterkörpersplit. Leute, gebt Bescheid, dann mache ich mal ein Ganzkörpervideo. Leute, ich war bei meiner Mom kochen in einem letzten Video. Beziehungsweise auf Snapchat. Also ich habe dort auch Video gedreht und ich habe es aber auch auf Snapchat gezeigt. Und sie schreibt mir gerade, ob ich die Küche dann eh wieder geputzt habe. Mama, wenn du das siehst, du bist die Beste. So. Meine Mama ist oft nicht da, die ist oft in Linz und da bin ich oft in der Wohnung dort und ja, da habe ich was gekocht und manchmal räume ich halt nicht so viel weg. Wie komme ich ins Team? Ein Kalorienüberschuss hört sich gut an, aber ein bisschen schwer. Ja, Leute, das checkt, also das verstehe ich eh nicht. Also ich zeige ja oft die Army-Gruppen
und auch auf Snapchat, auf Instagram. Ich zeig sehr viel, was dort gepostet wird. Ich habe es eh gerade gesagt, was für Rezepte es geile gibt, was die Leute für Proteinriegel machen, so dies, das. Und dort helfen sich die Leute richtig. Also das ist wirklich der Wahnsinn. Ich habe es jetzt echt oft gesagt. Und ich bekomme dann immer so viele Anfragen von Leuten, die gar nicht das Buch haben. Ja? Und das sind wirklich unsere Teamgruppen, unsere Army-Gruppen, Leute. Das bedeutet, man kommt nicht in die Facebook-Gruppe einfach so, sondern das ist eine Gruppe für alle, die mit dem Buch arbeiten und die das Buch haben, weil das soll eine exklusive Gruppe sein, wo man sich gegenseitig hilft. Wir arbeiten alle mit denselben Plänen und man hat einfach die geilste Fitness-Community und das gehört da dazu bei dem, was wir da machen. Von dem her, wie ihr ins Team kommt, Leute, ihr holt euch euer Buch, ja, dann habt ihr eure Pläne, wie ihr arbeitet, beginnt mit dem Programm und seid automatisch dann in der Gruppe und dann rockt ihr das gemeinsam mit uns. Eine Frage suche ich noch raus, Freunde. Oh mein Gott, du hast geantwortet. Ja, Leute, ich antworte, ich lese alles, ja, also vielleicht vergesse ich hin und wieder was, aber ich lese alle eure Nachrichten. Viele, dass sie das Buch bestellen und ich finde das so geil, ich will sie dann immer begrüßen. Ja, ich bekomme auch viele Fragen, was das beste Training da ist oder jetzt hier, was für mich die besten Brustübungen sind. Freunde, geht echt auf meinen Kanal, schaut euch meine Videos an. Ich habe viele Videos über jegliches Training, Rückentraining, Brusttraining, Armtraining, wirklich alles. Ich habe Full Day of Eating, ich habe Videos über Abnehmen, über den Aufbau. Also sehr viele Fragen, die ich bekommen habe, da habe ich echt schon Videos dazu gemacht. Deswegen wäre es cool, wenn ihr das euch reinzieht. Powerriegel, 6 Stück Datteln, Haselnüsse, Sonnenblumen, keine Mohn. Wie geil. Gebt euch was abgeht einfach in der Gruppe. Der Michael hat da ein geiles Rezept für uns alle reingestellt. Also es ist wirklich geil, was da abgeht. Auch, dass ihr jetzt schon Videos in der Gruppe macht. Ja, das feiere ich richtig. Leute, der Michael hat vor 7 Minuten ein Video zu einem Rezept gepostet, aber vor einer Stunde hat er das nächste Rezept gepostet, auch wieder mit Video. 250 ml pürierte Tomaten, Putenfleisch und ein Spaghetti-Kürbis. Was ist das? Ey, das ist mal geil, Leute. Er macht aus dem Kürbis Spaghetti. Wie heftig ist das, Michael? Hier Form-Update in der Army. Leute, rockt weiter. Ihr seid die Besten. Ihr seid wirklich die Besten. Leute, ich verabschiede mich von dem Video. Ich schneide jetzt nämlich das Video. Das ist viel, viel Arbeit. Ich sitze sicher an jedem Video so zwischen 4 und 6 Stunden. Kommt davon, wie aufwendig es ist, wie viele Dateien ich habe. Auf jeden Fall rock ich das jetzt. Vergesst nicht mir auf Instagram und Snapchat zu folgen, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Ich gebe euch da viele Tipps. Wichtig ist, dass ihr die Tipps dann umsetzt, ja, dass ihr die mitnimmt. Und auch heute vom Rückentraining, Leute, nehmt diese Tipps mit. Es bringt nichts, wenn ihr das dann gar nicht macht, Leute. Achtet darauf, fragt, schreibt Kommentare. Ich würde mich übrigens immer freuen, beziehungsweise ich freue mich wirklich über jeden Kommentar. Also ihr könnt mich hier alles fragen auf YouTube. Gebt mir einen Daumen nach oben, wenn euch das Video gefallen hat. Leute, ihr seid die Besten. One Team an alle, die im Team sind, die in der Army sind. Ja, es ist so geil. Gebt weiter Gas. Und alle, die noch nicht dabei sind, ich kann es euch nur empfehlen. Ich würde mich über jeden von euch freuen. Kommt in unser Team. Es wird noch alles so groß werden. Jetzt ist der Anfang, Leute. Wir rocken das. Bis zum nächsten Video. Haut rein. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ciao. I come and go like a rara.